So, bevor wir jetzt wieder losziehen, mit unserem komischen Sturmmantel hier, der immer noch verglitscht ist. Das sieht sehr, ja. Werde ich doch den Zauberstab jetzt aufstufen. Wir dürften inzwischen doch einiges an Titanit gesammelt haben. Ich guck gerade mal, wo man das hier findet. Hier, 13 Stück. Das sollte reichen. Das heißt, wir stufen den Zauberstab jetzt mal auf, um dann etwaige Bosskämpfe etwas einfacher zu haben. You stand back. This is dangerous work. Ja, du warnst uns wenigstens. Der andere fuchtelt mit den Waffen vor uns rum. Just a simple blacksmith. And you are another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Ungeduldig ist er ein wenig, hm? Na gut. Wir würden. Was ist das zu verkaufen? Wahrscheinlich nur Waffen, die wir nicht brauchen. Pfeile. Ah. Und nochmal 10 Titanit-Shards. Und wir haben jetzt schon 13? Wir haben jetzt schon ein paar. Also es müsste völlig in Ordnung gehen, wenn wir jetzt die Waffe aufstufen. Also Reinforce Weapon. Und dafür brauchen wir natürlich Seelen, die ich gerade nicht habe. Don't waste my time. Ja, 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 wir kommen gleich wieder. Ich muss mal kurz gucken, was ich noch so an Batterien habe. Nicht viel. Nutzen. 800. Die hier dürfte groß sein. Jo, sehr schön. Und noch so eine kleine. Ich hoffe mal, da sind so 3 Stufenaufstiege drin. Hallo. What? You again? Jo. Reinforce. Zauberstab. Ist doch der einzige Stab, den wir haben, richtig? Ja, die beiden, die identisch sind. Das heißt, dich würden wir gerne aufstufen. Zack. Ich würde mir gerne aufstufen. Zack. Das sind ganz schöne Sprünge. Guckt euch das mal an. Von 134 auf 145. Das sind mal eben fast 10% pro Aufstieg. Oh, und jetzt brauchen wir schon Large Titanite Shards. Das wiederum ist jetzt ein Schritt, den ich glaube ich nicht machen möchte. Also ja, es würde uns nochmal 12 mehr magischen Angriff geben. Aber ich weiß halt nicht, ob wir demnächst andere Zauberstäbe bekommen. Und die normalen Titanit-Shards, davon haben wir genug und können wir bei ihm auch kaufen. Aber die großen, da haben wir noch keine Quelle für. Also schön vorsichtig mit denen. Rüstung. Wir könnten unsere komische Kapuze aufstufen. Die hier. Macht die überhaupt Rüstung? Hat einen Rüstungswert von 149, ja. So gar nicht mal so schlecht. Nee, komm. Ist schon okay. Also. Wir wollen jetzt in unserem neuen, coolen, super tollen Zauberstab reisen nach Heide Tower of Flame und zwar zum ersten Leuchtfeuer zurück. Ne. Halb-Nucky-Dive-Frau mit Jester's Cap auf. Das ist auch recht irritierend. Und ich will jetzt zum ersten Leuchtfeuer hier hin. Einmal um zu gucken, wie stark unser Spruch jetzt wirklich geworden ist. Was? Das ist sehr unhöflich, was du da gerade machst. Du ignorierst uns einfach. Okay, also es ist kein super mega Sprung jetzt gewesen vom Schaden her. Aber ich denke mal, jedes bisschen hilft. So. Also das war das eine Ding. Ich wollte gucken, wie viel Schaden dieser Zauberstab macht. Und das andere, ich würde gerne, da hinten ist nämlich Loot. Da würde ich gerne hin. Und zu diesem riesen auffälligen Tor da hinten. Und danach können wir da, also hinter den Typen, das runde Ding, da oben waren wir ja schon drin. Da war die Klerikerin, die Geld verdienen will. Da könnten wir dann auch noch weitergehen. Aber erstmal halt links das Gebäude. So, und du musst dein Schild runternehmen. Gut, dass da keine
dritte Attacke kam. Oder vier. Oh. Genau, so eine. Na, genau. Es war knapp. So, weg mit dir. Schon haben wir noch 48 Feinde. Es wird dauern, sich da durchzukämpfen. Und bei dir konnten wir snipern, glaube ich. Piu. Jo. Oh. Daneben gesnipert. Was zur Hölle? Das trifft doch eindeutig seinen Arm. Okay, das war Pfosten. Tick, tick, ganz klein bisschen links. Jo. Und hey! Nicht verstecken. Gib ihm, gib ihm. Und einer neben geballert, ist egal. Cracked Blue Eye Orb. Das klingt gut, das müssen wir uns gleich mal durchlesen. Und die doofen Schildkämpfer. Ja, euch mag ich nicht. Schon gar nicht hier, wo man überall runterfallen kann. Geht mal da lang. Jo, jo, jo. Hier kann man da hinten runterfallen. Also jetzt schon aggro und stinkig machen und dann schießen. Das war knapp. Und hier... Ah, sehr schön. Genau, lauf außenrum, während ich hier in den Rücken schieße. Das war Nummer 1. Komm, hau mich. 1, 2, 3 und reicht nicht. Hiss. Ah. Aber hey, 3600 Seelen, das ist... Also dafür ist das Gebiet hier echt super. Vor allem gerade als Nahkämpfer, sobald man die Bewegung draußen hat, ist es sogar einfacher als jetzt als Magier. Weil, also für mich zumindest gefühlt, weil das Schild doch ziemlich garstig ist. Also das Schild von denen. Und als Zauberer haben wir noch nicht so die super Möglichkeit, dagegen zu kämpfen. Es gab in den Kommentaren die Idee, dass eventuell dieser große Spruch hier, der Greater Soul Arrow, dass der besser durch Schilde durchkommt als der normale. Also ja, er wird auf jeden Fall mehr Schaden machen, weil der Spruch an sich einfach mehr Schaden macht. Aber ich weiß nicht, ob er direkt dazu gedacht hat, ein Schild zu brechen. Das müssen wir halt testen. So, jetzt würde ich gerne dich da pullen. Komm, komm. Einen noch. Jo. Und das war's. Du. Wobei man sagen muss, die Zweihandtypen, wie der da eben gerade, die sind als Nahkämpfer doch ziemlich garstig, fand ich. So. 1, 2. Einen noch. Und gebusch. Oh, was hast du da Schönes? Ein Pale Stone. Zeig mal, was ist unser Inventar. Pale Stone. Ein weicher und seidiger Stein. Das klingt doch wie gemacht für die Vögelchen, hm? Stellt auch Lebenspunkte wieder her, aber dafür werde ich ihn nicht benutzen. Einige in diesem Land sind auf der Suche nach diesen mystischen Steinen. Schon ein wesentlich besserer Hinweis als in Dark Souls 1, was man benutzen muss, hm? So, das war das eine. Und die Cracked Blue Eyes. Genau hier. Invasiere die Welt der Schuldigen. Also wenn in einer parallelen Welt NPCs getötet werden, dann könnten wir da den Schuldigen aufsuchen und töten. Das klingt schon mal sehr gut. Kann nur benutzt werden von Mitgliedern des Blauen Sentinel Covenants. Sind wir nicht. Wir sind blaue irgendwas anderes. Kann ich das von hier aus nachgucken? Nimm, 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 nimm. Way of the Blue sind wir. Also wir sind die, die die Blue Sentinels beschützen. Das heißt, wenn wir jetzt angegriffen werden, dann kommt ein Blue Sentinel eventuell und hilft uns. Was haben wir hier? Divine Blessing. Ach, das sind diese schönen Tränke, die alles wiederherstellen und alle Effekte entfernen und. Da ist kein Secret, oder?
Nee, Gott. Diese Schrägen hier erinnern mich so ein bisschen an Anor Londo. Ich dachte, man könnte vielleicht irgendwo hochlaufen. Aber nee. Apropos Anor Londo. Es könnte hier ein Teil davon sein, oder? Hat das da schon immer so geleuchtet? Das da hinten müssen wir uns bei Zeiten mal angucken. Praise the Sun. Praise the Sun. Ja, gut, kriegt beide ein. Das ist nicht der Turm mit dem Drachenritter drin, oder? Okay, behalten wir im Hinterkopf. Du kriegst einen Rücken gesnipert. Oh, magst du runterfallen? Ne, okay, wäre zu viel verlangt. Weil wir haben gleich keine Seelenpfeile mehr. Und hinter der Tür wartet bestimmt was Garstiges auf Talana. Was wir auch schon aus Anor Londo kennen. Mo. Weswegen ich halt wirklich denke, dass das hier ein Teil von Anor Londo ist, / war. Aber davon weiß Talana ja nichts. So, was steht hier? Praise the Sun. Ja, ja. So, eine Nebelwand. Keine Seelenpfeile mehr. Ist da oben noch ein Vieh? Nee. Aber rote Blutflecken. Und eine Kiste. Oh, und Loot. Life Gem ist schon mal gut. Und Ring of Binding und Human Effigy mal 5. Das ist krass. Und was macht der Ring? Ring. Hier. Ring of Blades, Ring of Binding. Limits HP Reduction when Hollow. Also momentan haben wir ja 95% Lebenspunkte oder so. Aber mit jedem Mal, dass wir sterben, wird die maximale Anzahl Lebenspunkte ja weniger. Und mit dem Ring of Binding bleibt es bei einem gewissen Wert stehen. Ich glaube bei 70% oder so. Und damit ist es immer noch sehr gut spielbar. Außer das Gebiet ist halt richtig knackig. Also das kann man anlegen, wenn man ein bisschen die Effigies sparen möchte. So. Ich werde mal einen davon benutzen. Noch einen davon benutzen. Die Flasche oder die Dinger in die Hand. Nee, ich... Also Talana hat Visionen von einer blutigen Zukunft. Also primär auch aus den anderen Welten hier. Blutflecke überall. Deswegen bereite sich jetzt gut vor. Das ist die HP-Erklärung. Du nimm bitte die tollen Radiant Gems. Ja, alles okay so. So, gute Heildinger sind oben. Der starke Angriffszauber ist oben. Dann gucken wir mal. Ich habe kein gutes Gefühl. Hallo. Ja, das war schon mal nicht gut. Oh. Und wir haben ihn hier und seinen etwas übergewichtigen Kumpel vor ein paar Folgen umgebracht. Und hier werden es ein paar hundert Jahre hier sein, aber oh oh. Kaka. Ja. Und boah, heilt er langsam. Wechsel. Zaubern, nicht vergessen. Okay, was machst du? Du piekst. Wir zaubern. Au. Ja, zaubern können wir auch. Oh, nicht gut, okay. Heilen, sag ich. Schneller!
Hallo Ornstein.